Okay Simon, wir erwischen dich mitten in der Vorbereitung. Jetzt habt ihr gerade das Testspiel gegen die Profis hinter euch. Erzähl mal Simon ganz allgemein, wie läuft die Vorbereitung? Ja, es läuft super. Wir sind jeden Tag am Schwitzen. Es ist ein bisschen hart, weil wir noch viel einstudieren müssen. Der Trainer hat viel vor. Aber ich glaube, wir tun da, also wir legen eine gute Arbeit hin. Und bis zur Saisonstart sind wir fit. Ja, so einen kleinen Beweis hat man, also einen kleinen Vorgeschmack hat man heute schon gesehen jetzt beim Spiel gegen die Profis. Das war eine ziemlich leidenschaftliche geführte Partie. Wie hast du es gesehen? Ja, war ein gutes Spiel. Wir wissen aber auch, dass wir noch mehr können. Wir wissen auch, dass natürlich der Erste viel mehr kann. Ich glaube, das Spiel darf man auch nicht zu hoch bewerten und da zu viel drauf legen. Aber wir sind einmal zufrieden. Aber wir wollen natürlich immer noch mehr schaffen und ich glaube, es war ein guter Schritt, aber am Ende von der Vorbereitung müssen wir nochmal viel weiter sein. Ich kann mir ja vorstellen, dass es für die Zwarer einen besonderen Reiz hat, gegen die Einser zu spielen. Wie ist denn das? Ja, natürlich hat es einen besonderen Reiz, weil man, das ist doch, wo jeder hin will. Aber also ich glaube, wir haben die Zeit auch gewonnen und gut gespielt, weil wir von selber schauen. Und weil wir schauen, dass wir das, was wir vom Trainer umgesagt kriegen, dementsprechend umsetzen. Und heute hat es mal gut funktioniert. Wie schaut bei euch die Vorbereitung eigentlich aus? Wie viele Einheiten habt ihr so? Wir haben also montags und Nachmittag haben wir einen Athletikteil mit danach einem fußballspezifischen Teil. Dienstags haben wir immer in der Kraftkammer, ein bisschen am Pumpen. Am Nachmittag wieder am Platz, da machen wir immer das fußballspezifische, das machen wir jeden Nachmittag. Und Donnerstag haben wir nochmal ein Kraftprogramm mit unserer Fitnesstrainerin der Bibi. Und ja, Wochenende normales Spiel. Die bisherigen Testspiele, wie sind die so verlaufen? Ja, gegen Wörgl haben wir uns mal sehr hart an am Anfang. Haben wir gewonnen. Reichenau war schon einen Schritt besser. Jetzt war das letzte Spiel der Sieg gegen Vaduz. Da haben wir leider nicht das gemacht, was wir eigentlich kennen. Aber es hat an dem Tag Gott sei Dank gereicht. Und ja, jetzt der Test gegen die Profis. Und ja, jetzt kommt die nächsten ein, zwei Wochen noch mehr und dann schauen wir weiter. Machen wir einen kleinen Ausblick aufs Frühjahr. Man hat natürlich auch einiges vor in der Meisterschaft, denke ich. Man möchte sich echt ein bisschen mehr nach oben orientieren, oder? Bin ich da falsch? Nein, auf alle Fälle ist unser Ziel die Top 8. Da hoffen wir natürlich, dass wir hinkommen. Ich glaube, wenn wir weiter Gas geben, sollte es hinhauen. Und natürlich brennen wir auf mehr. Und wir werden alles ausprobieren, was möglich ist. Ja, Simon, nachher bedanke mich für das Interview. Ich wünsche dir, dass das so hinhaut. Und bitte, bitte gesund bleiben. So.